Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario. Ja, ich habe jetzt erstmal ein bisschen rumgeprobiert und mal geguckt, was man hier noch so machen kann. Und ich muss ja sagen, ich war ja blind wie ein Schnitzel. Nee, nein, war. Schnitzel sind ja was Gutes. Wie ein Tofu-Klumpen. Ach, egal. Jedenfalls ist es mir natürlich nicht entgangen, dass man hier mit Paracari rüberfliegen kann. Und wenn er das gemacht hat, kann man hier so Mucki spielen lassen und die Blöcke. Ja, die Blöcke. Ja, yeah, die Blöcke. Und der Lava-Spiegel sinkt. Fragt mich eigentlich, warum da überhaupt noch Lava durchkommt und wie das überhaupt alles geht. Ein Fall für Galileo Mystery. Ab und zu geht es ja auch noch weiter. Ach ja, stimmt, das hat man rausgefunden. Und ich hoffe, jetzt finden wir auch endlich diesen neuen Hammer. Eigentlich unnötig, dass wir da eine Treppe gemacht haben und einfach nur eine Erhöhung. Ist richtig. Wenn dahinter der Hammer ist, ne? Dann haben wir scheinbar von der anderen Seite hinkommen zu können. Ja, ich glaube, ich muss noch einen nach oben, oder? Ja. Wow. Mario, was machst du denn da? Ja, in der Probe habe ich mir auch jetzt einmal den Hintern verbrannt. So, Parker, schaffst du es jetzt? Wunderbar. Naja, das ist jetzt hier jetzt nicht mehr so die riesige Kunst, einfach mal hier hinzukommen. Und das Licht öffnet, erhöht. Außerdem kannst du nur Metallblöcke zerstören. Das sollen Metallblöcke sein. Ja. Okay, wir haben jetzt einen Ultra-Hammer. Das heißt, unsere Hammer-Attacken-Dixies müsste jetzt auch um einiges stärker sein. Oh, das war Luxus. Ach hier, können wir gleich mal austesten. Nicht ganz. So. Ach du meine Güte. Jupp, erstmal schön reinlaufen. Ist das schon wieder eine neue Art von Piranha-Pflanze? Hier ist die altbekannte. Die aber genauso rumnervt. Was ist denn jetzt hier drin? Ja, öffne Mario. Öffnen. Paradauts. Mach deinen Gegner für kurze Zeit Höhenschutz. Ja, toll. Dass die auch immer hier in der Wand spawnen. Das gefällt mir nicht. Super Beben. Ich wette, die Flamme bekommt nichts ab. Und auch Power Carry. Kann ich gleich vergessen. Ja, beeilt euch. Ja, mach mir doch gleich tot. Braucht doch nicht gleich wörtlich nehmen. Bin ich irgendwie hoffnungslos unterlevelt oder so? Na. Ich habe das Gefühl, ich müsste 10 Level höher sein, um hier überleben zu können. Ja. Fast zum. Wie soll ich denn hier wieder weg, wenn er genau auf der Kante steht? Mann. Da hinten oder was? Oh, macht Sinn. Gut. Oder, naja, mehr oder weniger. Ach, schlecht hört sich deprimierend an. Ja, da haben wir jetzt einen neuen Hammer, das ist ja auch schön. Wenn wir gleich wieder zu Colorado der alten Socke hingehen. Und
ich muss mich ja eigentlich mal wieder auffallen. Ich hoffe, also ich spreche jetzt na, erstmal einen Block zerstören. Dann wird bestimmt Colorado Speicher sein und hier durchrennen. Ja. Ja, ausgezeichnet, Mario, lass uns keine Zeit verschwenden. Rauf zu Ruhm und Ehre. Erstmal schnell safen. Man weiß ja nie, was hier jetzt kommt. Ja. Wenn gleich der Boss kommt, geht zurück. Es riecht nach Schätzen. Schätze, alter Junge. Mach Platz, ich geh voraus. Oh, jetzt sehen wir mal die Animation. Oh, der ist tief gefallen. Ich dachte mal, jetzt sieht man mal die Animation, wenn er sich hier ranhängt, aber nö. Er springt einfach. So. Ach so, hier ist das. Wie es aussieht, muss ich mal kurz einen kleinen Schnitt machen. Nie kann man hier mal irgendwo zocken. Ah, alles in Ordnung, Mario. Ich unterziehe den Boden einer genaueren Untersuchung. Geh ruhig weiter. Oh, mein Kreuz. Ja. Mal gucken, ob wir jetzt auch noch Cooper in den Ultrarang aufstufen können. Das richtig Nietzsche. Machen wir mal hier Cooper. Das ist ja eigentlich mein Main, habe ich so das Gefühl. Ja, obwohl ich ja Watte Sushi auch sehr gern habe. Soll ich damit schade abwischen können? Yeah! Gut. Cooper wurde in Ultrarang aufgestuft. So, was kann er jetzt eigentlich? Das stand da auch bestimmt. Und wir schon Level 13? Oh, 2 Punkte. Okay, höher kann man nicht aufgelevelt werden. Ja. Ja, er verschnauft. Verschnäufelt sich immer noch sein Kreuz hier. Okay, Piranha-Pflanze hält hier jetzt einfach ein bisschen rum. So, Cooper wird hier gleich wieder spawnen. Noch nicht. Oh, da ist er. Aber ich wollte mal safen, ja, habe ich jetzt auch getan. Seltsamerweise, ich habe es ja mal kurz erwähnt in irgendeinem Part. Die Aufnahme scheint besser zu sein als der Fernseher. Jetzt ist wieder der Fall. Vorhin war es nicht so. Hab mich gewundert, dass das hier immer so wechselt. Da. Ich glaube, das war gewollt. Oder hätte ich ausweichen können. Da war nicht wirklich viel Platz. Ach du meine Güte. Und wieder hier Sprungpassagen. Ist richtig. Und dann noch diese Flammen hier. Wäre sonst zu langweilig. Das ist aber fies, wenn da nicht mal gerade die Plattform kommt. Oh, Cooper. Geht's jetzt hier so lang? Nee, auch nicht. Ich hab nur auf die Pflanze geachtet, auf den Typ hier habe ich ja gar nicht geachtet. Ich mag nicht mehr. Ich werde bestimmt gleich Game Over gehen. Ich sehe es schon kommen. Ja, der Typ wird erst gleich mal die ganzen Blöcke weghauen. Mario, warte einen Moment. Ich wusste, dass er jetzt kommt. Nach dem Stand meiner bisherigen Informationen sollte sich der Schatz hier in der Nähe befinden, aber ich muss noch ein bisschen weiter vordringen. Ja, ich sehe auch schon. Ich muss bestimmt diese Stachelding da
aktivieren, damit er da die Wand weghaut. So wird es sein. Ja, ein bisschen unnötig, dass man so lange Weg diesen Block schieben muss. Also, das muss ja jetzt nicht wirklich sein. Bum, 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 bum. Womit man jetzt hier die ganzen Blöcke, die ihn stoppen, zerstören kann. Und nein, ich habe jetzt nicht gezählt. Man war Kaltzügel auf den ganzen Weg, obwohl es bestimmt ein Fehler war. Yeah. Ja, ihn hat es natürlich erwischt. Das war knapp, alter Junge. Oh, mein armer Panzer. Au. Also diesmal sind wir ganz wagemutig. Ich gehe sofort hier rein. Er läuft schon wieder vor. Er ist ganz nah. Meine Schatzsucherinstinkte spielen schon völlig verrückt. Meine Intuition sagt mir, hier drüben. Da wächst mir. Ah, ja, 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 geil. Geil. Wächst mir etwas. Da. So, jetzt würde ich gerne mal hier irgendwo speichern. Das wäre auch toll. Hier geht auch nicht umsonst ein Weg runter. Genau. Jackpot. So langsam kann ich ja das Spiel doch ein bisschen. Was ist denn hier? Mario, Mammut! Erhöhung ist der Tieranalyse! Erlaube zu einem Stern! Rot, rot, feiger Bericht! Alarm, Alarm! Ja, den spreche ich auch schön. Ist es egal, ob ich jetzt hier lang gehe oder oben? Na, wir haben ja gespeichert. Wir gehen speichern lieber nochmal. Also langsam wird es ja spannend. Ich glaube, wir nähern uns dem Ende. Ich würde sagen, dadurch, dass Colorado da oben die Lage peilt, werden wir hier unten mal die Lage peilen. Allerdings erst im nächsten Part, um einen kleinen Spannungsbogen zu erzeugen. Also hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.